Das ist es. Wenn wir den Stein des kalten Feuers finden würden, könnten ihn sich alle ansehen und erkennen, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Aber du hast doch die Erwachsenen gehört. Rauchende Berge sind viel zu gefährlich. So ein Quatsch. Hab ich dich etwa erschreckt, Petri? Ja, nein. Woher kennst du meinen Namen? Petri, es bricht mir das Herz. Erkennst du etwa nicht deinen lieben, guten, alten Onkel? Ah, Prano. Was machst du hier bei uns? Ich bin genauso auf Wanderschaft wie alle anderen Saurier. Ich suche mutig das ungastliche Ödland ab, um einen angenehmeren Ort zu finden, an dem ich mich niederlassen kann. Tja, den wirst du hier wohl nicht finden. Lass mich raten, du musst die Tochter des alten Dreihorns sein. Woher weißt du das? Nun, sagen wir einfach, die Ähnlichkeit ist gut verkennbar. Oh, danke. Ah, und du bist sicher... Littlefoot, er mein guter Freund. Zera und Ducky und Spike auch. Ja, ja. Aber er ist derjenige, der behauptet, er hätte den Stein des kalten Feuers gesehen. Das heißt, sie glauben mir auch nicht. Aber ganz im Gegenteil, ich glaube dir vollkommen, mein Kleiner. Ich weiß nur zu gut, wie stur die Erwachsenen sein können. Deswegen musste ich ja die Herde verlassen, weißt du? Die Blödianer waren einfach zu kurzsichtig. Oh, aber ich glaube, Littlefoot. Ist das wahr? So viel zu Geschichte, viel zu gespenstiglich. Großartig, dann sind wir uns ja einig, was? Du hast es ja selbst gesagt, der einzige Weg, die anderen zu überzeugen, ist, diesen merkwürdigen Stein zu finden. Das habe ich nicht so gemeint. Ich habe nur, ich habe nur laut gedacht. Und außerdem wollten wir gerade nach Hause gehen. Genau, unsere Eltern werden sich schon Sorgen machen. Um Himmels Willen, wir wollen doch nicht, dass sich jemand Sorgen macht, nicht wahrchen? Nein, ganz und gar nicht. Nicht, dass Sie noch denken, dass euch etwas Schreckliches zugestoßen ist. Wer sind die denn? Rinkus und Sierra, beachte sie einfach nicht. Die sind nur müde von unserer langen Reise und nicht mehr ganz klar im Kopf. Verstehe. Wir müssen jetzt los. Schon gut, ist ja schon gut. Ich bleib noch bisschen bei Onkel Pterano. Petri, es wird Zeit zu gehen. Komm. Vielleicht wir sehen uns später? Sicher doch. Nur zu, flieg nach Hause. Oh, falls ihr eure Meinung ändern und den Stein doch suchen solltet, würde ich euch gerne helfen. Tschüssikowski. Du hast mir meinen Schnabel verbogen. Dann halt ihn das nächste Mal geschlossen. Warum eigentlich? Die Gören sind auf deine Nummer nicht reingefallen. Ich sag dir, wir gehen selbst dieses kalte Feuerdingens suchen. Ich wiederhole mich ja nur ungern, Sierra, aber wir wissen immer noch nicht, wo dieser Stein gelandet ist. Warum zwingen wir denn diesen Langhals nicht, uns zu sagen, wo er ist, ha? Kleine Folter. Au! Du tickst wohl nicht richtig, Rinkus. Wenn wir die Jungen bedrohen, werden die Alten auf uns aufmerksam. Die werden uns nicht mehr aus den Augen lassen. Und unser Plan wäre im Allerwertesten. Das kannst du doch nicht wirklich wollen. Nein, das ist selbstverständlich nicht. Deshalb müssen wir uns ruhig verhalten und geduldig sein. Der kleine Littlefoot wird schon reden. Und dann, meine lieben Freunde... Wird der Stein des kalten Feuers mir allein gehören? Ach, Petri, kann ich dich mal kurz sprechen? Aber ja, Onkel. Echt mal, du haben aber ein aufregendes Leben. Das ist ein großes Lob aus deinem Schnabel. Ich glaube, du bist auch ein ziemlicher Abenteurer, was, Petri? Oh, du damit recht haben. Ich sehr, sehr mutiglich. Jetzt hör mir mal zu, von einem Abenteurer zum anderen. Du könntest mir vielleicht einen winzig kleinen Gefallen tun. Du kommst zu spät. Oh, tut mir leid, Petri. Haben lang geschlaft. Also, was denn los? Littlefoot liegt ein Zipfelzapfen vor Spike und Spike darf noch mal. Shh.
an. Was soll's? Gutes Spiel, Spike. Ach, zu dumm auch. Du verloren, Littlefoot. Aber Stein ebenso gerollt, so spielt lebend. Ja. Apropos Stein. Sag mal, wie war das mit den Stein von kalten Feuerns, hä? Was? Oh, ich mir doch wünschen, ich ihn selbst sehen, persönlich. Wo er gleich noch gelandet? Naja, er flog über die Spitze des Dreihorngipfels, aber etwas seitlich davon. Ist ja auch egal, wir können doch sowieso nicht hingehen. Sag mal, warum fragst du, Petri? Ich? Ach, ohne besonderes Grund. Ich wollte nur mal wissen. Ha! Ist doch wohl eher so, dass dein blöder Onkel es wissen will, oder, Petri? Nein, ja. Nein, na ja, vielleicht auch, aber ich... Petri! Petri! Oh, ich eigne mir nicht für dieses Spiel. Petri, ist alles in Ordnung? Ganz und gar nicht. Es ist nämlich nicht in Ordnung, rumzulügen. Meine Großeltern haben gesagt, ich soll bei deinem Onkel vorsichtig sein. Tut mir leid, Petri. Er soll nicht immer das sagen, was er wirklich meint, weißt du? Nein, du nicht richtig. Er sowas nicht tut. Dieser Pterano stinkt doch noch Ärger. Das gilt auch für die anderen beiden Flieger. Jawohl. Mein Vater sagt immer, man erfährt schon viel über jemanden, wenn man sich nur mal seine Freunde ansieht. Ach ja? Tja, na ja dann... Dann ich Probleme, wenn meine Freunde sich benehmen wie blöde Stinkkanz. Petri, flieg nicht weg. Nein, nein, nein. Also von mir aus kann er mit diesen anderen blöden Fliegern gemeinsam verschwinden. Bloß nicht. Genau davor habe ich Angst. Zera, so gemein. Aber, Petrilein. Hm? Komm zu deinem guten alten Onkel Pterano. Erzähl mir alles, mein Kleiner.